Von wem wird die Prüftechnik geprüft? Fragezeichen. Nun, auf diese Frage gibt es mehrere Antworten, weil es eben mehrere Möglichkeiten gibt, die Prüftechnik zu prüfen. Also Prüfung der Prüftechnik kann erfolgen durch den Hersteller. Durch zertifizierte Prüflabore und durch den TÜV. Und was natürlich jedes Mal passiert oder passieren sollte, ist eine Dokumentation. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass hier ist ein Teil des Verfahrens oder Prozessaudits, sind die Prüfgeräte, die wir verwenden, sind die in Ordnung? Und es wird auch, wenn vorhanden, eine Messunsicherheit festgestellt. Ja? Eine Messunsicherheit wird festgestellt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.